Siehe da, die EZB ist standhaft geblieben und hat nicht davon gesprochen, auch die Zinsen zu senken, so wie gestern Abend die Fed, wie vor allem gestern Jerome Powell. Und das erstaunt insofern, als die EZB ja viel mehr Grund hätte, eigentlich über Zinssenkungen zu sprechen, als die US-Notenbank Fed, weil schlichtweg die Konjunktur in der Eurozone viel, viel schwächer ist als in den USA. Und so haben wir wahrscheinlich die Situation, dass die EZB mal wieder hinter der Kurve ist, während die Fed jetzt wahrscheinlich zu weit vor der Kurve ist. Für beide wird es teuer. Die EZB wird wahrscheinlich, wenn sie darauf beharrt, jetzt die Zinsen länger oben zu lassen, eine Rezession auslösen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite bei der Fed ist die, dass man jetzt mit diesen verbalen Aussagen im Prinzip die Inflation wieder anheizt. Das ist ein Feuer, das so ein bisschen am Verglühen war, und man pustet so richtig schön rein, damit es wieder zum Leben kommt. Das sehen wir heute schon an den Märkten, dazu gleich mehr. Schauen wir uns die Dinge mal kurz an. Gestern dieser Pivot, einer der seltsamsten Aktionen der letzten Jahre, die so seltsam wie damals Dezember 2018. Die Aussagen von Jerome Powell, die er dann kurze Zeit später wieder komplett zurückgenommen hat. Und hier ist der Intervall zwischen, wir werden die Zinsen lange hochlassen und wir haben über Zinssenkungen schon mal nachgedacht. Nicht mal 2 Wochen, das ging also relativ schnell. Rätselraten, was ist da passiert? Was weiß die Fed? Ahnt sie eine Rezession? Das zumindest hat sie in ihren Projections nicht gezeigt, als sie gesagt hat, naja, die Arbeitslosigkeit, die wird sehr niedrig bleiben. Was ist dahinter? Ist da irgendwer vielleicht in Schieflage? Weiß die Fed etwas? Wir wissen es nicht, alles Spekulationen, aber eins ist klar, Lagarde hat heute gesagt, nee, wir haben überhaupt nicht über Zinssenkungen gesprochen, Zero Hedge, frech wieder mal, ja. Soll das bedeuten, dass Lagarde keinen Anruf aus dem Weißen Haus bekommen hat? Viele Amerikaner sagen, ja, es geht darum, Donald Trump zu verhindern, es geht darum, Joe Biden zu helfen. Mit der Wirtschaft jedenfalls. Lagarde hat gesagt, nee, haben wir nicht drüber gesprochen, über Zinssenkungen, obwohl sie klar gemacht hat, dass die ökonomischen Risiken auf der Unterseite sind. Sie also durchaus Grund gehabt hätte, vielleicht zumindest mal Zinssenkungen ins Spiel zu bringen. Hier sehen wir mal die Projektionen der EZB. Ein bisschen weniger Inflation, ein bisschen weniger Kerninflation und ein bisschen weniger an der BIP. So ist die Erwartung der EZB. Man beschleunigt auch den Bilanzabbau. Das bringt hier Holger Cepic mal auf den Punkt. Man hat ja dieses sogenannte PEP-Programm, was in Corona-Zeiten erfunden wurde. Mit der haben wir immer ganz tolle Programme erfunden. Faktisch drucken sie Geld. Das wird man reduzieren, aber erst beginnend im Grunde in der zweiten Jahreshälfte 2024 und dann auch mit einem Tempo, das jetzt nicht gerade, wie soll man sagen, extrem schnell ist. So oder so. Die Aussagen und die Aktionen der EZB haben dazu geführt, dass die sehr starken Zinssenkungserwartungen, die die Future-Märkte in Sachen EZB hatten, zurückgeschraubt haben. Man hatte ja über 150 Basispunkte Zinssenkungen erwartet, also 1,5% und mehr. Und jetzt ist das wieder ein bisschen drunter gefallen. Wir sehen den Euro an der Marke von 1,10. Der Dollar wird aufgrund der Aussagen von Pauli abverkauft. Auch das ist ja schon mal inflationär. Wenn du einen schwachen Dollar hast, dann sind die Importe teurer. Das steigert dann die Inflation. Aber nochmal hier dieser Vergleich zwischen der Eurozone und den USA, was die Wirtschaft betrifft, das Wachstum betrifft. Wir haben jetzt hier in der Eurozone im Grunde 4 Quartale hintereinander, wo wir entweder minus 0,1% haben oder plus 0,1% haben. Das heißt, wir stagnieren im besten Fall. Gucken wir uns die Amis mal an, dann sind die immer über 2% gewesen in den letzten 5 Quartalen, im letzten sogar 5,2%. Jetzt ist es natürlich so, dass die Amerikaner ihr BIP auch ein Stück weit anders berechnen. Da ist man ein bisschen, wie soll man sagen, wachstumsfreundlicher in der Berechnungsmethode, hedonistische Methode, all das, was da reinkommt, muss jetzt nicht ausgeführt werden. Aber eins ist klar, wenn wir nochmal zur EZB jetzt zurückkommen, die gute Madame Lagarde, die hatte damals Anfang November 2021 gesagt, also nee, 2022 werden wir die Zinsen sehr wahrscheinlich nicht anheben. Wir wissen, es ist anders gekommen, ab Juni 2022 begann es dann. Und wenn wir hier mal gucken, da oben sehen wir die Erzeugerpreise in der Eurozone.
Also Preise ab Fabrik für Unternehmen. Und da sind wir bei Ende 22 sind wir schon mal saftig über 20%, so in Richtung 30% unterwegs. Und die Erzeugerpreise sind ja eine Art Pipeline-Inflation. Das ist sozusagen das, was dann von den Unternehmen an die Konsumenten weitergegeben wird, eher früher oder später. Und dementsprechend war das schon ziemlich, wie soll man sagen, vermessen zu sagen, nee, wir werden wahrscheinlich die Zinsen nicht anheben in 22, wenn du über zweistellige Inflationsraten hast, zumindest bei den Erzeugerpreisen. Das ging dann auch sehr schnell mit den Verbraucherpreisen nach oben. Also da war die EZB komplett hinter der Kurve, hat dann reagiert. Die Fed hat im März 22 die Zinsen angehoben, die EZB dann erst im Juni. Also man ist immer ein bisschen später dran, aber die Fed ist auch manchmal ein bisschen spät dran. Gucken wir mal hier die Clownshow an der Fed. Wir werden hier keine Zinsanhebungen bis 2024 machen, so hieß es noch im Jahr 2020. Im Jahr 2021 war Inflation will be transitory, also vorübergehend. Dann ist man 22 ein bisschen überrascht worden von der Inflation, die fast zweistellig wurde. Dann hat man 23 gesagt, higher for longer. Und jetzt sagt man, naja, bei 24 werden wir die Zinsen senken. I will not pivot, bis man dann plötzlich den Christmas Pivot gesehen hat, also die Wende, die man da gesehen hat. Und die große Frage ist, ja, was ist da passiert? Was ist da los? Warum ist das gekommen mit diesen erstaunlichen Aussagen, vor allem von Jerome Powell? Und hier sagt Jim Bianco, guckt mal auf die sogenannten Real Yields. Also praktisch die Realzinsen, wenn man will. Da gibt es ja die Tipps, also praktisch das sind inflationsgeschützte Anleihen. Und hier sehen wir, die sind sehr, sehr stark gestiegen gewesen. Jetzt dann zuletzt auch zurückgekommen. Und hier sagte dann interessanterweise eine Janet Yellen hat jetzt kürzlich gesagt, naja, wenn die Inflation nach unten kommt, dann ist es nur natürlich, dass die Zinsen sinken, wenn die Realrenditen sonst steigen würden, weil sonst die Financial Conditions sich zu stark strafen. Also das könnte eines der Motive sein. Es geht um die Realrenditen. Es geht darum, dass Janet Yellen natürlich als Demokratin vielleicht auch ein Interesse daran hat, den guten Joe ins Amt oder im Amt zu belassen und den guten Donaldo Trumpo, der ja schon wieder droht, an die Macht zu kommen, dass man den ein bisschen fernhält. Hier mal ein paar Auswirkungen der verbalen Aussagen hier der Fed. Wir sehen zum Beispiel Palladium heute 10,7% gestiegen, größter Anstieg seit März 2020. Zero Hedge wieder frech. Können wir bitte schon die ersten Zinssenkungen im Februar einpreisen statt März? Es ist ja so viel Disinflation hier. Dann sehen wir Ölpreis 4% gestiegen, wir sehen die Mortgage Rates, die Hypothekenzinsen in den USA erstmals seit August wieder unter 7%, was dazu führt, dass dann wahrscheinlich die Hauspreise wieder ansteigen. Also wir dann wieder Preissteigerungen an allen Fronten kriegen, nicht sehr schlau aus meiner Sicht und völlig unnötig, es sei denn, es gibt da ein Motiv, das wir alle nicht kennen, rein von der Inflations- und Arbeitsmarktsituation macht das keinen Sinn. Wir sehen heute wieder gute Konjunkturdaten aus den USA, Einzelhandelsumsätze besser als erwartet mit plus 0,3 statt minus 0,1 erwartet. Jobless Claims, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wieder besser als erwartet. Also da muss man zwingend jetzt mal die Zinsen reinsenken, ist ganz klar. Und heute noch ganz andere Notenbanken. Norwegen hat heute nochmal die Zinsen angehoben. Die SNB, die Schweizer, haben gesagt, okay, das war's jetzt mit Zinsanhebungen. Die Bank of England hatte die Zinsen stabil gelassen, aber gesagt, ja, es ist noch ein guter Weg zu gehen. Aber auch in UK wird Zinssenkung eingepreist. Was ist gestern passiert mit Paul, respektive, was ist die Reaktion darauf? Wir sehen geradezu einen Kollaps der Anleiherenditen, das heißt, die Kapitalmarktzinsen sinken, Geld wird billiger, das erzeugt Nachfrage, das wiederum ist die Basis für neue Inflation. Hier sehen wir mal die 10-jährige US-Staatsanleihe, 3,88%, noch nicht so lange her, da waren wir bei 5%.
Vor der FED waren wir, glaube ich, bei 4,25. Also das sind jetzt mal 0,4%. Das ist in zwei Tagen eine gigantische Bewegung. Alleine heute wieder 14 Basispunkte, gestern sogar noch mehr. Gerade die kurzlaufenden Anleihen, die zweijährige US-Staatsanleihe, 30 Basispunkte, Wahnsinnsbewegungen. Und jetzt sagte Diego de Fasnacht, naja, aber das könnte jetzt natürlich ein Argument sein, dass man jetzt Anleihen kauft. Wenn die Renditen fallen, dann steigen die Anleihekurse. Also geht man raus aus Aktien in Anleihen. Das könnte jetzt eine paradoxe Folge dieser ganzen Geschichte sein, zumal die Privatanleger sehr bullisch sind, nur noch 19,3% Bären und jeder, mehr als jeder Zweite ist im Bullencamp. Managed Money is long in US Equity Futures, also man kann jetzt nicht sagen, dass hier ein schwerer Pessimismus und eine Unterpositionierung jetzt noch herrschen würde. Das war der Fall Ende Oktober. Jetzt ist das Gegenteil der Fall. Keiner will Absicherung. Goldman Sachs heute mit dem Call-Skew und dem Put-Skew. Skew ist ein Maß, was sehr weit aus dem Geld liegende Optionen kosten. Also wenn ich zum Beispiel jetzt mir eine Option zulege, einen Put zulege, ich habe ein Long-Portfolio und will mich gegen irgendeine Katastrophe absichern, die massiv die Aktienkurse nach unten drücken könnte, dann kaufe ich mir da einen Put, der sehr weit aus dem Geld ist. Der Skew bemisst praktisch die Preise und die Nachfrage nach diesen Optionen. Wir sehen, alle wollen Calls haben, keiner will Puts haben, interessanterweise. Und das in einer Situation, wo jetzt im Grunde der Dreck nach oben gespült wird. Alles das, was unprofitabel ist, das, was in Zeiten der Zinsanhebungen auf die Mütze bekommen hat, das wird jetzt gekauft, hurra, wir spielen das Jahr 2020 nochmal. Aber Big Tech wird nicht gekauft, weitgehend, manche schon, aber die meisten eher nicht. Wir sehen, dass wir etwa 150 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bei den großen Techs wieder verloren haben, bis auf Apple. Ist da teilweise Druck zu erkennen, Alphabet, Microsoft, natürlich alles Werte, die sehr, sehr gut gelaufen sind, aber hier mal eine ganz verrückte Aussage von Ottavio Costa, der sagt, nennt mich verrückt, aber ich denke, das ist ein großes Doppeltop im Nasdaq. Der ist total verrückt, das kann doch gar nicht sein. Aktien steigen immer, gerade aus dem Tech-Bereich, meine Damen und Herren, die sind ja auch sehr, sehr günstig. Gerade eine Apple, die jetzt wieder weit über 3 Billionen an Marktkapitalisierung hat für ein Unternehmen, das seit 4 Quartalen schrumpft, ist das natürlich völlig angemessen. Und hier sehen wir die Prozentzahl der Aktien im S&P 500 über der 50-Tages-Linie sind 90%. Das ist jetzt über dem Niveau, das wir auf dem Top im Juli gesehen haben. Und morgen ist großer Verfall und der ist wirklich groß. Das wird der größte ever. Schon allein deshalb, weil eben dieser Optionsbereich immer wirkmächtiger, immer volumenintensiver geworden ist. Hier sehen wir das mal eingezeichnet, was für ein gigantisches Volumen von 3,1 Billionen nur bei Optionen hier der Fall ist. Wird es etwas Ähnliches geben wie am 15.12.21, fragt hier Spot Gamma. Damals hatten wir dann in den Verfall rein negative Kurse. Und dann ist man erst gefallen, bevor dann die Jahresendrallye kam. Hier rechts sehen wir mal das Dealer-Gamma, also die Absicherungen der Verkäufer der Optionen sind ganz klar long. Das ist ein Extremwert, so wie beim DAX ein Extremwert heute zu verzeichnen war. Der ist ja über die 17.000er Marke kurz gestiegen, aber dann doch ziemlich saftig unter Druck gekommen. Da war einfach jetzt Zeit, mal hier was rauszunehmen. Wir sehen oben RSI, der war schon praktisch direkt unter den Wolken, also relative Stärke-Index, massiv überkauft. Und dann haben jetzt ein paar Leute die Chips vom Tisch genommen. Das ist wohl die Erklärung. EZB-Entscheidung, was sagen aktuell Experten eigentlich dazu? Wie ist das einzuschätzen? Was dürften die Folgen sein dieser Entscheidung und dieser Aussagen der EZB? Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung. Wir haben gestern den besten Handelstag seit 15 Jahren an einem FED-Tag gesehen, also da, wo die FED eine Entscheidung verkündet. Die FED, so ein Analyst, sieht die Inflation nicht mehr als Staatsfeind Nummer 1 und das könnte sich als verhängnisvoll erweisen, denn die Geister, die du riefst, die wirst du nicht mehr los. Jetzt glaubt man, dass du den Geist wieder in die Flasche gesteckt hast. Das ist sehr wahrscheinlich nicht der Fall. Der Geist wird wieder kommen. Und dementsprechend empfehle ich diesen zweiten Artikel. Also EZB und The Fed. Und jetzt einen schönen Feierabend. Servus, ciao.